Warum hat Jens Spahn den Preis seiner Millionenvilla verheimlichen wollen, sogar mit Hilfe von Gerichten, ehe er dann krachend auf die Nase fiel? Warum haben die Maskendealer der CSU ihre Millionen ohne schlechtes Gewissen eingesackt und sie nie mehr rausgerückt? Warum hauen Politiker so oft daneben? Warum begehen sie unfassbare Fehler? Und warum treibt unser ganzer Globus auf den Untergang zu? Ich werde Ihnen eine ganz, ganz spannende Antwort präsentieren. Die Theorie der Dummheit von Friedrich Bonhoeffer. Nie war diese Theorie aktueller als in diesen Tagen. Und wenn Sie mehr von der Dummheit verstehen, das verspreche ich Ihnen, dann verstehen Sie mehr von dieser Welt. Mein Name ist Martin Wehler, ich bin Autor des Buches »Den Netten beißen die Hunde« und Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie jeden Tag Ihres Jahres unterstützt und stärkt. Link zu den kostenlosen Testtagen unter diesem Video. Am Ende dieses Videos, da werde ich Ihnen verraten, wie der Theologe Dietrich Bonhoeffer seine eigene Theorie auf grauenhafte Weise unter Beweis stellte. Er wurde nämlich umgebracht und das unter ganz dramatischen Umständen. Ich weiß, diese Geschichte, die wird Sie bewegen. Vorher frage ich Sie, warum werden Kriege angezettelt? Warum werden Waffen in Kriegsgebiete geliefert? Warum haben sich Bundestagsabgeordnete und eine Ministerpräsidententochter durch Maskendeals zweistellige Millionenbeträge in die eigene Tasche gewirtschaftet, während Menschen im ganzen Land durch Corona aus dem letzten Loch pfiffen? Warum haben die einen mit leichter Hand Grundrechte außer Kraft gesetzt, als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt? Und warum haben die anderen behauptet, die ganze Corona-Pandemie sei nur ein Hirngespinst in die Welt gesetzt von Bill Gates und der Pharmalobby? Wir alle neigen dazu, dem jeweils anderen Boshaftigkeit zu unterstellen. Dann sagen wir, die Regierung will das Volk unterwerfen und verfolgt einen heimtückischen Plan. Oder dann sagen wir, jeder, der gegen die Regierungsmaßnahmen protestiert, ist ein Covidiot, ein böswilliger Quertreiber. Oder wir sagen, die Maskendealer, die waren boshaft genug, aus der Not der anderen einen Gewinn für sich selber herauszuschlagen. Hinter allem, was uns brüskiert, vermuten wir eine böse Absicht. Aber nun tritt der Theologe Dietrich Bonhoeffer auf den Plan mit seiner Theorie der Dummheit. Diese Theorie besagt, dass der gefährlichste Feind des Guten nicht die Bosheit ist, sondern die Dummheit. Bonhoeffer schreibt, ich zitiere jetzt, gegen das Böse lässt sich protestieren, es lässt sich bloßstellen, es lässt sich notfalls mit Gewalt verhindern. Das Böse trägt immer den Keim der Selbstzersetzung in sich, indem es mindestens ein Unbehagen in den Menschen zurücklässt. Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Weder mit Protest noch durch Gewalt lässt sich hier etwas ausrichten. Gründe verfangen nicht, Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil widersprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu werden. In solchen Fällen wird der Dumme sogar kritisch und wenn sie unausweichlich sind, können sie einfach als nichtssagende Einzelfälle beiseite geschoben werden. Wow! Für mich klingt das wie eine treffende Analyse der Corona-Zeit. Nehmen wir zum Beispiel die CSU-Politiker Nüßlein und Sauter, die sich durch Maskendeals Millionen in die eigenen Taschen geschaufelt haben. Nun gibt es genau zwei Möglichkeiten. Sie haben das in boshafter Absicht getan, also mit einem Bewusstsein darüber, dass Sie das Allgemeinwesen bescheißen, Ihre Kontakte als Politiker missbrauchen und all die durch Corona leidenden und verarmten Menschen im Land vor den Kopf stoßen. Das wäre Boshaftigkeit, dass jemand auf die Moral pfeift, während er ein solches Geschäft abwickelt. In diesem Fall würde das eintreten, was Bonhoeffer beschreibt, dieses Böse, das trüge den Keim der Selbstzersetzung in sich. Denn wer auf die Moral pfeift, der muss immerhin erkannt haben, dass es eine Moral gibt. Und das allein, das kann schon zu einem schlechten Gewissen führen. Es sind immer wieder böse Menschen bekannt geworden, sogar Mörder, die über ihre eigenen Taten nachdenken und die zu dem Ergebnis kommen, dass sie etwas Schlimmes angerichtet haben. Was dann passiert, das nennt man Läuterung. Wären Nüßlein und Sauter also von Boshaftigkeit angetrieben, hätte es durchaus zu einem Schuldeingeständnis kommen können. Vielleicht hätten sie das Geld sogar zurückbezahlt oder es an Menschen verteilt, die durch Corona verarmt sind, durch Corona-Maßnahmen verarmt sind, wer weiß. Aber keinesfalls hätten sie es gewagt, vor Gerichten die Rechtmäßigkeit ihres Handelns zu behaupten und diese auch noch von der Justiz sich bestätigen zu lassen, nur weil es eine Gesetzeslücke gab. Aber, und jetzt bin ich wieder beim Kern der Theorie von Bonhoeffer, aber jetzt nehmen wir einmal an, dass wir es eben nicht mit Boshaftigkeit, sondern mit Dummheit zu tun haben.
Da sind zwei Männer also dumm genug, es für richtig und rechtens zu halten, ihre Kontakte als Politiker zu nutzen, um einen Millionenregen auf sich einprasseln zu lassen. Und nehmen wir weiter an, diese beiden Männer sagen sich, wer, wenn nicht wir, hat diesen Millionenregen verdient? Immerhin haben wir durch das Vermitteln der Masken doch zwei Seiten einen Gefallen getan, dem Staat, der Masken sucht, und den Maskenverkäufern, die damit Geld verdienen wollen. Also ist es nur richtig, dass wir ein dickes Stück von diesem Kuchen abbekommen. Zumal die Gesetzeslage, die lässt es ja zu. Merken Sie den Unterschied? Im ersten Fall, da haben Argumente noch eine Chance, in ein Organ namens Gehirn vorzudringen. Doch im zweiten Fall, in dem sich die Frage stellt, ob überhaupt ein Gehirn vorhanden ist, im zweiten Fall laufen die Argumente zwangsläufig ins Leere. Ich habe mich gefragt, wie sich ein Herr Nüßlein fühlen muss, während er nach dem Auffliegen des Deals weiter im Bundestag sitzt, weiter seine Diäten kassiert und weiter seine Unschuld beteuert. Und ich hatte vermutet, es ginge ihm schlecht damit. Und vielleicht lag ich damit falsch. Vielleicht trifft Bonhoeffers Theorie der Dummheit auf ihn zu. Wie ein kleines Kind im Spiel einen Käfer zertritt, ohne Bewusstsein für den Schaden, der dadurch entsteht, so gibt es auch erwachsene Menschen, die grausame Dinge tun, schlimme Fehler begehen, aber keinerlei Bewusstsein dafür haben. Denn, und jetzt zitiere ich wieder Bonhoeffer, ehe ich ihn am Ende noch sage, wer ihn umgebracht hat, denn im Unterschied zum Bösen sei der Dumme, Zitat, restlos mit sich selbst zufrieden, ja, er wird sogar gefährlich, indem er leicht gereizt zum Angriff übergeht. Daher ist dem Dummen gegenüber mehr Vorsicht geboten als gegenüber dem Bösen. Niemals werden wir mehr versuchen, den Dummen durch Gründe zu überzeugen. Es ist sinnlos und gefährlich. Wieder ein ganz spannender Gedanke. Weil der Dumme mit sich selbst so zufrieden ist, wertet er jedes gute Argument, das gegen ihn spricht, sofort als einen Frontalangriff. Und dann schießt er aus allen Rohren zurück. Nehmen Sie zum Beispiel den letzten Gesundheitsminister Jens Spahn, der sich über politische Kontakte eine Luxusvilla in Berlin gekauft hat für 4,125 Millionen. Und was tat Spahn, als dieses Geschäft öffentlich wurde? Er zog vor Gericht, um den Journalisten verbieten zu lassen, die Millionensumme zu nennen. Er ging also zum Angriff über. Ich wiederhole das Zitat von Bonhoeffer, der Dumme sei restlos mit sich selbst zufrieden, ja, er wird sogar gefährlich, indem er leicht gereizt zum Angriff übergeht. Warum kommt Spahn nicht auf die Idee, sich selbst ein paar kritische Fragen zu stellen, zum Beispiel, ist es richtig, dass ich mir eine 4-Millionen-Villa genau zu jener Zeit leiste, da viele Menschen in Deutschland auch durch meine Corona-Politik arbeitslos werden, in Kurzarbeit stürzen und mit ihrem Geld kaum noch über die Runden kommen? Ist es richtig, dass ich mit einem Betrag hantiere, der weit über meine Einkommensverhältnisse hinausgeht und die Frage heraufbeschwört, wie ich an so viel Geld komme? Ist dieser Hauskauf der Marke Protz legitim vor dem Hintergrund, dass ich einst behauptet habe, Hartz IV bedeute keine Armut? Diese Fragen, die liegen für den gesunden Menschenverstand auf der Hand, aber sie hätten eine selbstkritische Haltung vorausgesetzt, die ein boshafter Mensch durchaus einnehmen kann. Aber was, wenn am Lenkrad des Denkfahrzeugs die Dummheit sitzt? Dann ist nicht der eigene Fehler das Problem, in diesem Fall der Villenkauf, sondern die Kritik an diesem Fehler. Bei Spahn, da ging der Schuss gewaltig nach hinten los, weil der die Journalisten und auch kleine YouTuber von Anwälten verfolgen ließ, sprach bald das ganze Land über seine prunkvolle Villa. Bei dem Versuch, sein Geschäft zu verschleiern, deckte er es immer mehr auf. Und schließlich bekam er auch noch vom Gericht eine Ohrfeige erteilt und musste akzeptieren, dass der Preis dieser Villa sehr wohl öffentlich genannt werden dürfte. Mit einem Milligramm Verstand hätte man diesen Lauf der Dinge wohl voraussehen können. Aber war dieses Milligramm bei Spahn wirklich vorhanden? Und jetzt wieder zu Bonhoeffer. Er sagt, um zu wissen, wie wir der Dummheit beikommen können, müssen wir ihr Wesen zu verstehen suchen. So viel ist sicher, dass sie nicht wesentlich ein intellektueller, sondern ein menschlicher Defekt ist. Es gibt intellektuell außerordentlich bewegliche Menschen, die dumm sind, und intelligent sehr schwerfällige, die alles andere als dumm sind. Jetzt wird's so richtig spannend für uns. Denn so wie Bonhoeffer die Dummheit definiert, hat sie gar nichts mit Intelligenz zu tun. Ich glaube zum Beispiel, dass Jens Spahn ein heller Kopf ist, sonst wäre er nicht in frühen Jahren schon so weit gekommen. Aber Bonhoeffer definiert die Dummheit nicht als intellektuellen, sondern als
menschlichem Defekt. Und ich muss sofort an die vielen Menschen denken, die ich in meiner Laufbahn als Berater kennengelernt habe, Unternehmer, Topmanager und Politiker. Darunter waren hochintelligente Menschen, die immer wieder unglaublich dumme Dinge getan haben, zum Beispiel die eigenen Mitarbeiter gegen sich aufgebracht haben oder Geld unterschlagen haben oder gelogen haben. Das alles haben sie trotz ihrer Intelligenz getan. Man kann also sagen, auch intelligente Menschen können fürchterlich dumm handeln. Und weniger intelligente Menschen, die können auch manchmal wunderbar klug handeln. Aber woher kommt diese Dummheit? Und zwar ganz besonders die Dummheit in der Politik. Bonhoeffer sagt, die Dummheit sei kein angeborener Defekt, sondern die Menschen würden unter bestimmten Umständen dumm gemacht. Ich zitiere wieder. Wir beobachten weiterhin, dass abgeschlossene und einsam lebende Menschen diesen Defekt seltener zeigen als zur Gesellschaft neigende oder verurteilte Menschen und Menschengruppen. So scheint die Dummheit vielleicht weniger ein psychologisches als ein soziologisches Problem zu sein. Bei genauerem Zusehen zeigt sich, dass jede starke äußere Machtentfaltung, sei sie politischer oder religiöser Art, einen großen Teil der Menschen mit Dummheit schlägt. Ja, es hat den Anschein, als sei das geradezu ein soziologisch-psychologisches Gesetz. Die Macht der einen braucht die Dummheit der anderen. Der Vorgang ist dabei nicht der, dass bestimmte, also etwa intellektuelle, Anlagen des Menschen plötzlich verkümmern oder ausfallen, sondern dass sich unter dem überwältigenden Eindruck der Machtentfaltung dem Menschen seine innere Selbstständigkeit geraubt wird und dass dieser nun mehr oder weniger unbewusst darauf verzichtet, zu den sich ergebenden Lebenslagen sein eigenes Verhalten zu finden. Was für ein gewagter, was für ein genialer Gedanke. Bonhoeffer sagt also, dass die Menschen sich gegenseitig mit der Dummheit anstecken, ähnlich wie man sich mit einer Grippe infizieren kann. Und dass die Quelle dieser Ansteckung, zugespitzt könnte man sagen, die Oberdummen, dass die Oberdummen also die Mächtigen sind. Und damit sie ihre Macht entfalten und ihre Ziele durchsetzen können, sind sie auf die Dummheit der Regierten und der Dominierten angewiesen. Denn wenn den Menschen alles vorgedacht und vorgemacht wird, hören sie mit dem Selberdenken auf, dann steht ein Stoppschild auf der Stirn. Und genau das ist offenbar in vielen Fällen erwünscht. Daraus könnte sich eine spannende Erklärung ableiten lassen, warum die jeweiligen Regierungen auf den Protest gegen ihre Corona-Maßnahmen so empfindlich reagiert haben. Man hätte ja auch sagen können, es ist ein gutes Zeichen, dass die Menschen ihre Grundrechte einfordern, statt sie kampflos aufzugeben. Ein Zeichen für die Lebendigkeit unserer Demokratie. Stattdessen wurde jeder, der gegen den Strom der Regierung schwamm, gleich in den Rang eines Verschwörers erhoben, auch wenn er nur ein zutiefst besorgter Demokrat war. Dagegen wurde es begrüßt, wenn Menschen ohne lange Nachfragen alles befolgt haben, was ihnen die Regierung vorgegeben hat. Denken war unerwünscht und Folgsamkeit, die wurde begrüßt. Aber woran erkennt man nun einen dummen Menschen? Bonhoeffer sagt, dass er sich gut tarnen kann, ich zitiere jetzt wieder, dass der Dumme oft bockig ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass er nicht selbstständig ist. Man spürt es geradezu im Gespräch mit ihm, dass man es gar nicht mit ihm selbst, mit ihm persönlich, sondern mit über ihn mächtig gewordenen Schlagwörtern, Parolen etc. zu tun hat. Er ist in einem Banne, er ist verblendet, er ist in seinem eigenen Wesen missbraucht, misshandelt, so zum willenlosen Instrument geworden, wird der Dumme auch zu allem Bösen fähig sein und zugleich unfähig, dieses als Böses zu erkennen. Und in dieser Beschreibung erkenne ich nun den Corona-Konflikt eins zu eins wieder. Die Schlagwörter und die Parolen, die waren viel größer als die Gedanken dahinter. Die Regierung hat das Wort Impfung so verwendet, als wäre es ein Synonym für Gott, für Erlösung von allem Bösen. Und jede kritische Stimme zur Impfung, die wurde als eine Gotteslästerung verurteilt. Aber die Gegenreaktion der schärfsten Kritiker, die folgte einem ganz ähnlichen Muster. Nur dass hier das Schlagwort Impfung ein Synonym für Teufelswerk war, für Attentat auf den Körper, womöglich inklusive staatlichem Beobachtungsschip. Es ist psychologisch sehr interessant, wie ähnlich sich die beiden Gruppen waren in ihrer Dummheit, würde Bonhoeffer vielleicht hinzufügen. Denn wenn eben nicht die Dummheit regiert hätte, wäre die eine Gruppe vielleicht zu der Erkenntnis gekommen, dass die Pandemie sich allein mit der Impfung nicht so schnell wird besiegen lassen, ja, dass viele mit der Impfung verbundene Versprechungen, etwa dass man andere nicht mehr ansteckt, voreilig waren und übertrieben waren.
Aber auch die Gegner wären zu der Einsicht gekommen, dass zwar einige Versprechungen zur Impfung falsch waren, aber ein wichtiges Versprechen weitgehend zutraf, nämlich dass die Impfung einen schweren Verlauf der Erkrankung deutlich unwahrscheinlicher macht. Jeder hätte zugeben müssen, dass er nicht allein im Recht ist, sondern dass auch die andere Seite einen Zipfel der Wahrheit erwischt hatte. Aber eine solche Einsicht, die scheitert an der Dummheit, an diesem menschlichen Defekt, wie ihn Bonhoeffer nennt. Aber welche Wege führen aus der Dummheit? Bonhoeffer sagt, ich zitiere wieder, aber es ist deutlich, dass nicht ein Akt der Belehrung, sondern allein ein Akt der Befreiung die Dummheit überwinden könnte. Dabei wird man sich abfinden müssen, dass eine echte innere Befreiung in den allermeisten Fällen erst möglich wird, nachdem die äußere Befreiung vorangegangen ist. Bis dahin werden wir auf alle Versuche, den Dummen zu überzeugen, verzichten müssen. In dieser Sachlage wird es übrigens auch begründet sein, dass wir uns unter solchen Umständen vergeblich darum bemühen zu wissen, was das Volk eigentlich denkt und warum diese Fragen für den verantwortlich Denkenden und Handelnden zugleich so überflüssig ist. Immer nur unter den gegebenen Umständen. Übrigens haben diese Gedanken über die Dummheit doch dieses Tröstliche für sich, dass sie ganz und gar nicht zulassen, die Mehrzahl der Menschen unter allen Umständen für dumm zu halten. Es wird wirklich darauf ankommen, ob Machthaber sich mehr von der Dummheit oder von der inneren Selbstständigkeit und Klugheit der Menschen versprechen. Dieser Schlusssatz ist für mich ein kluger Wink mit dem Zaunpfahl. Hier skizziert Bonhoeffer zwei Wege des Ausübens von Macht. Entweder hält man die Menschen für dumm und legt sie an die Kette von Vorschriften und Regeln, man engt sie ein und man macht sie gefügig, man bevormundet sie, oder man baut auf die Klugheit der Menschen, auf die Eigenverantwortung, man gibt ihnen Spielräume und Optionen. Ich hätte mir in der Corona-Zeit mehr Vertrauen in die Menschen gewünscht und weniger Verbote, weniger Vorschriften. Mir selbst wurde zeitweise verboten, meinen Zweitwohnsitz in Mecklenburg noch zu benutzen, ohne jeden Sinn und Verstand. Ich habe ein großes Grundstück, auf dem ich ganz allein bin. Ich hätte höchstens einen Baum im nahen Wald anstecken können. Dennoch sollte ich mich in ein total unsinniges Verbot fügen. Ich sollte ein Dummer sein. Ähnlich ging es den Betreibern von kleinen Geschäften, denen es verboten wurde, weiter Kundenkontakt zu haben. Man ließ die Geschäftsinhaber keine guten Ideen entwickeln, etwa das Verkaufen vor der Ladentür unter freiem Himmel oder besondere Hygienemaßnahmen. Nein, es regierte die Haltung, damit diese kleinen Ladenfuzzis keine Fehler machen, machen wir ihnen jetzt die Läden dicht. Dabei sind gerade kleine Selbstständige es gewohnt, ganz viel Verantwortung zu übernehmen. Aber genau das war unerwünscht, dass Menschen noch für sich selbst verantwortlich sind. Vielmehr wollte der Staat die Verantwortung, die volle Verantwortung übernehmen. Und das heißt gleichzeitig, er nahm diese Verantwortung den Menschen weg. Ich finde, ein solches Verhalten zeugt davon, dass man die Menschen eben nicht für mündig hält, sondern für dumm. Und deshalb wünsche ich mir künftig eine Politik, die Menschen als intelligent anspricht und sie genau dadurch intelligenter macht. Denn die Menschen sind natürlich beides. Sie sind klug und sie sind dumm. Und es tritt immer jene Eigenschaft ans innere Fenster, nach der man lauter ruft. Ich werde nicht aufhören, nach der Klugheit zu rufen, und vielleicht schaut Jens Spahn ja dieses Video an und profitiert von diesem Ruf. Und jetzt sage ich Ihnen noch, wer Dietrich Bonhoeffer umbrachte. Es war Adolf Hitler. Bonhoeffer war im Widerstand gegen die Nazis engagiert und landete deshalb im Konzentrationslager Flossenbürg. Am 9. April 1945 gab Adolf Hitler selbst den Befehl, Bonhoeffer zu erhängen. Besonders dramatisch, 4 Wochen später wäre der Krieg zu Ende und das Konzentrationslager befreit gewesen. Aber die Dummheit war auf schnelleren Füßen unterwegs als die Befreiung. Leider. Jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video darüber, wie Jens Spahn an so unfassbar viel Geld kam, dass er sich eine 4-Millionen-Villa leisten konnte. Sie werden staunen, klicken Sie das Video gerne in der Infobox. Und jetzt schenke ich Ihnen noch etwas sehr Wertvolles, nämlich mein Videoseminar »Das 3-Minuten-Geheimnis«. Darin verrate ich Ihnen, wie Sie mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag die nächsten 365 Tage zu den Besten Ihres Lebens machen. Sie werden Ihre Ziele mit Ausdauer verfolgen, Sie werden ungeahnte Erfolge erzielen und vor allem werden Sie einen weiten Bogen um die Dummheit machen. Mir hat diese Methode viel Erfolg gebracht und die wird auch bei Ihnen funktionieren, das verspreche ich Ihnen. Das Seminar ist jetzt noch kostenlos, klicken Sie gerne hier und lassen Sie sich überraschen. Abonnieren Sie den Kanal mit Glocke, dann kriegen Sie bei jedem neuen Video eine Nachricht. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Wehrle.